miteinander. Heute geht es um die Mofa-Abstimmung, wie man den Vergaser richtig einstellt, damit wir ein optimales Gemisch haben. Eine saubere Abstimmung durchzuführen dauert etwa 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten. Nehmt euch genügend Zeit, weil es ist wirklich ein sehr wichtiges Thema. Wir brauchen Schlüssel, um die Schwimmerkammer zu entfernen. Wir brauchen größeren Schraubenzieher, um den Vergaser zu lösen, kleinen Schraubenzieher, um die Düsen zu wechseln und natürlich selbstverständlich das Düsenset. Abstimmung heißt das richtige Benzin-Luft-Gemisch. Ein zu trockenes Gemisch heißt, wir haben zu einen hohen Luftanteil drin und zu wenig Benzinanteil. Das ist immer zu trocken. Ein zu fettes Gemisch, zu nasses Gemisch heißt, wir haben zu viel Benzinanteil und zu wenig Luftanteil. Das Ganze kann man ja immer variieren mit Luftzugabe oder Luftwegnahme, Benzinzugabe oder Benzinwegnahme. Wir gehen jetzt auf die Hauptdüse los bei diesem Bing SRE-Vergaser. Wir sprechen immer von der Hauptdüse bei dieser Abstimmungsgeschichte. Nebendüsen haben nur sehr wenige Vergaser. Wie rechne ich die richtige Düsengröße? Es gibt so eine Faustregel, die sagt, Durchmesser des Vergasers mal 0,05 gleich Düsengröße bei Vollluft. Das heißt, wir haben hier den Swing 15er, Bing SRE Nachbau, 15 mal 0,05 gibt nach Adam Riese 0,75. Sprich, eine 75er Düse wäre jetzt hier mal der Anfangspunkt. Die Luftmenge muss am Anfang bestimmt werden, das haben wir bereits gemacht. Und zwar sagt dieser Kunde, der Jan, er möchte mit diesem GPO-Vergaser und dem Racing-Luftsieb möchte er seine Pässe bezwingen. Also wir haben beinahe Vollluft bei diesem Vergaser. Es würde vielleicht noch eine Stufe höher geben, so ein Pilz oder so, aber in diesem Zustand bringen wir schon einmal massiv viel Luft in den Vergaser rein und können somit auch das Potenzial des Zylinders recht gut nutzen. Ich gehe davon aus, wenn ich den jetzt anstarte, dass das Mofa wahrscheinlich gut läuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir, wenn wir Vollgas geben, oben raus irgendwo dann das Viertakten haben. Das Abbremsen, das Brrrr. Er bremst immer wieder ab. Das deutet auf zu fettes Gemisch hin. Ich würde sagen, wir starten, probieren es und wir werden es gleich hören. Für eine saubere Abstimmung, um das Ganze sauber zu machen, wird natürlich vorausgesetzt, ganz klar vorausgesetzt, dass natürlich Zündung stimmt, motordicht ist, alle Lager anständig sind, Simmerringe dicht sind, keine Falschluft vorhanden ist. Gut, wir können Gas geben. Nicht schlecht. Ja, ihr habt es gehört, der Zylinder ist natürlich etwas größer als original. Rauchentwicklung haben wir doch etwas. Auf der Straße würde man es massiv besser spüren. Wenn ich jetzt auch noch mich draufsetzen würde und unter Kraft, also unter Druck, unter Last, wäre das Mofa wahrscheinlich oben raus jetzt nicht absolut top im Speed. Jetzt würde er wahrscheinlich so 55 gehen geradeaus. Ist aber deutlich ein Setup, was 65 gehen sollte. Er schreit oben raus noch nicht komplett. Das heißt, wir gehen jetzt mit der Düse genau wie vorgesehen mal 1, 2 Nummern runter und schauen dann, wie sich es verhält. Gut, das Ziel ist, dass der Vergaser klemmt und nicht, das Ziel ist nicht, dass man diesen Schlitz komplett zusammenzieht. Es hat es schon oft gegeben, dass danach bei Kunden der Vergaser hier einen Riss entwickelt hat, weil hier ist die schwächste Stelle, wenn natürlich hier zu viel Zug entsteht. Also beim Anziehen ziehen wir dann nur eben so fest an, dass der Vergaser hält und nicht das volle Handgelenk ausreizen, sonst haben wir dann den Vergaser zerstört. Düse raus, eine Nummer kleiner rein. Wir sind jetzt bei 74. Vergaser wieder raufschaukeln. Vergaser in die richtige Position bringen. Jetzt gehen wir an unsere berühmte, berüchtigte Schraube. Da ziehen wir an. Oh, jetzt beginnt der Zug. Jetzt gebe ich noch etwas weniges.
Und jetzt kann ich an dem Vergaser gar nichts mehr bewegen. Der hält also. Wir wären bereit für den nächsten Run. 74er Düse ist drin. Gasannahme unten durch ist sehr gut. Das ist klar. Fettes Gemisch macht immer sehr gute Gasannahme, respektive viel Kraft unten raus. Oben raus natürlich dann beschränkt. Jetzt hoffen wir, dass wir so die gute Mischung gefunden haben mit der 74er Düse. Ich würde sagen, wir kicken den gleich nochmal an. Genug gehört. Ihr an eurer Stelle würdet jetzt den Hobel nehmen, geht mal auf die Straße, geht mal fahren. Natürlich nicht mit einem ganz neuen Zylinder dermaßen drücken. Ich weiß, dass dieser Zylinder bereits eingefahren ist. Mit nicht eingefahrenen Zylindern würdet ihr mit der ersten Düse, mit der 75er von vorhin, einmal eure erste Kurven drehen, extra zu festes Gemisch fahren, zusätzlich auch mehr Schmierstoff in den Tank, also dann mit 3-4% Öl im Benzin fahren. Und dann mit der 75er Düse würdet ihr jetzt euren Zylinder mal die ersten 100 Kilometer bewegen. Und danach würdet ihr diese Abstimmung so weiter vornehmen, wie wir jetzt dran sind. Wer plötzlich das Gefühl hat, ah, ich möchte keine 28er Zigarre mehr fahren, ich möchte jetzt einen 22er Puchauspuff verwenden, einen Zweiteiler, 22 mm Flammenrohr, der muss seinen Hobel von neuem abstimmen. Die Erfahrung hat gezeigt, ein dünneres Flammenrohr heißt auch, er kann nicht mehr die gleiche Luftmenge verarbeiten, sprich, man muss bei gleicher Luftmenge mit dem Benzingehalt runter. Man kann es nicht mehr gleich verarbeiten. Das heißt, bei diesem Setup wäre es dann wahrscheinlich so eine 68er, 69er Düse. Aber das wird heute bei diesem Setup nie der Fall sein. Dazu ist auch wichtig zu wissen, wer in den Bergen Mofa fahren muss oder Mofa fahren will, Mofa fahren darf, muss auch wieder auf die Abstimmung achten. In hohen Lagen habt ihr weniger Sauerstoff in der Luft. Das macht bei gleicher Luftmenge weniger Sauerstoffmoleküle. Weniger Sauerstoff heißt bei gleichbleibendem Benzin, bei gleicher Düse, zu fettes Gemisch. Ein zu fettes Gemisch heißt natürlich, der Hobel dreht nicht mehr hoch. Wichtig noch zu wissen, wenn ich von Vollgas spreche und oben raus spreche, dann heißt das immer Vollgas, die beste Leistung. Wenn ihr auf das Mofa sitzt und bei Vollgas nicht die optimale Leistung habt und ihr müsst etwas zurück vom Gas, dass die Leistung besser wird, dann stimmt die Abstimmung nicht. Oftmals ist man dann zu trocken unterwegs. Oftmals ist dann die Düse 1 zu klein gewählt. Danach kann man das Kerzenbild prüfen, Kerze putzen, wenn der Hobel warm ist, 1 Kilometer Vollgas fahren, abschalten, Kerze raus, Kerzenbild anschauen. Schöne rehbraune Kerze ist das Beste. Sie sollte nicht schwarz sein, das wäre zu ölig. Sie sollte nicht weiß sein, das wäre eine zu heiße Verbrennung. Also wieder zu trocken, aber zu heiße Verbrennung. Kerzenbild noch prüfen, fahren damit und so kommt ihr wirklich in eine gute Abstimmung. Gut, das wäre es gewesen von heute, Tutorial Abstimmung. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare, Anregungen, Aufregungen in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.